Hey, willkommen zu einer neuen Folge Landstalker. So, gehen wir mal hier durch diese Tür, wo wir gegen ekelhafte Würmer kämpfen. Wenn ich mich hier auf den Teppich stelle, passiert nichts. Vier Löcher. Und die kann ich einfach reingehen und dann höre ich ein Geräusch. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir hier machen müssen. Ich glaube, wir müssen die Würmer in den Löchern gefangen nehmen. Kann das sein? Aber kann ich überhaupt die Würmer manipulieren? Ja, das geht. Und das müssen wir machen. Dann spule ich nochmal zurück. Beziehungsweise funktioniert es, kann ich wieder zurück in den Raum, wenn ich durch die Tür gehe? Nein, das habe ich mir gedacht. Das ist so gemein. Wirklich, das ist echt so gemein einfach. Okay. Ich hoffe, ich kann so weit zurückspulen, aber ich denke schon. Okay. Jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich wirklich in jedes Loch nur einlocke. Das ist ja echt gemein, oder? Hey, du da, komm her. Einen haben wir noch. Hey, nicht da lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, willst du nicht zu mir kommen? Wo ist denn jetzt der andere, der da im Loch war? Na komm, Wurm. Na komm. Aha. Lebensenergie. Danke, Würmer. Muss ich, kann ich, soll ich euch jetzt noch töten? Ich weiß nicht. Ich gehe mal da lang. Moment. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn ich wüsste, wo diese letzte Tür war. Wenn ich das nur wüsste. Ich glaube, ich gehe mal mit den Minotauren mit. Und zwar... Na, es geht jetzt nicht anscheinend. Und zwar da lang. Dann kommen wir schon, glaube ich, irgendwann wieder an dieser Tür, die verschlossen war, vorbei. Hoffe ich. Muss mich nur erinnern, welchen Weg ich genommen habe. Ah, perfekt. Das war Glück jetzt. Reines Glück. Reiner Glück war mit mir. Okay. Schlüssel benutzen. Das kommt mir gut vor. Wow, Mist. Nein, vielleicht will ich gar nicht in das Loch. Nee, ich will da garantiert nicht in das Loch. Aber ich werde hier ganz schön bedrängt. Ist das wieder sowas, in dem ich lang genug überleben muss und dann geht die letzte Tür auf? Kann ich die in das Loch locken? Die kann nicht. Die können in das Loch fallen, auf jeden Fall. Hahaha. Und dann geht die Tür hier auf. Und dann ist hier eine Sackgasse und es geht nicht weiter. Genial. Geniales Game Design an der Stelle. Das ist einfach nur gemein. So, was machen wir mit dir? Nix. Mit deinen Knöpfen machen wir auch nix. Was machen wir mit dir? Oh, wir killen dich mit dem... Brauche ich hier das Schwert, damit es überhaupt weitergeht? Vielleicht. Okay, wir haben wieder ganz viel Knöpfe gedrückt. Ich weiß nicht, was die bewirken. Vielleicht gehe ich jetzt nochmal nach oben. Dann ist es vielleicht doch kein so gemeines Game Design, wie ich dachte, hier an der Stelle. Aha! Nichts hat sich verändert. Gut. Dann gehen wir wieder weiter jetzt. Nein, wartet. Ich muss jetzt mal ganz kurz was nachschauen. Sind unten die Knöpfe gedrückt geblieben, oder? Ja. Wir haben irgendwas verändert auf jeden Fall im Dungeon. Ich habe keine Ahnung was. Aber vielleicht müssen wir jetzt wirklich in das Loch gehen. Aha, eine Plattform. Eine Plattform. Wie komme ich da hin? Vielleicht indem ich von hier... mich fallen lasse. Kann es sein, dass man, egal wo ich mich fallen lasse, immer ungefähr gleich rauskommen, weil dann wird uns die Plattform jetzt hier nicht besonders viel helfen. Ah doch, perfekt, okay. Oh. Tja. Trinken wir einen Dahl und dann
Gehen wir nochmal in den Ninja-Raum. Au, jetzt haut doch ab. Das sind ganz neue Objekte hier. Die haben wir noch nie gesehen. Ganz neue Pixelsteine. Warum seid denn ihr so krass? Was ist denn mit euch los? Wer seid denn ihr? Die rote Garde. So. Ach, come on. Warum kann ich das nicht hauen? Ich meine, wahrscheinlich müssen wir es nicht hauen. Aber hier waren wir zumindest noch nie. Das ist alles neu hier. Alles glänzt und strahlt und blinzt. Blinzt? Ganz recht. Es blinzt. Wenn ich es euch doch sage. Ach komm, stell dich nicht an. Okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich erst irgendwie von der Seite dahin und dann müssen wir nochmal gegen 100 unsterbliche rote Ninjas kämpfen. Wenigstens ist der eine so höflich und wartet ab. Oh nein, ich habe gerade die Hand vom Controller genommen, weil ich mir dachte, ich kann mal kurz... Aber nee, kann ich nicht. Yeah. Vernichtet. Dann gehen wir mal nach unten. Schlüssel. Hey, Heilstatue. Oder auch nicht. Wartet mal, ich benutze hier eine goldene Statue. Und dann... passiert nichts. Dann benutze ich mal noch eine Statue der Gaia. Vielleicht ist das notwendig. Nichts passiert. Dann bin ich mir nicht sicher, was hier los ist. Ah, okay, jetzt hat es funktioniert, dass ich wieder voll geheilt werde. Hm, komisch. Ja, aber was nun? Ich habe keinen Schlüssel. Au. Muss das denn sein? Das gibt's nicht. Ich kann es nicht verhindern. Oh, doch, wenn ich wirklich... okay. Sehr schnell drücke. Dann gehen wir erstmal da lang. Oh, interessant. Oh, nicht interessant. Uncool. Nein, unsterblich auch noch. Oh Gott. Nein, was mache ich denn jetzt? Das ist ja furchtbar hier. Kann ich den Geisterhügel wirklich nicht beschädigen? Scheinbar nicht. Ja, und jetzt? Schade, dass die kein Gold droppen. Das wäre so eine gute Farmingstelle. Verdammt, aber was machen wir denn jetzt wirklich? Ist das hier eine Todesfalle? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ah, jetzt ist hier auf einmal ein Schalter. Habe ich viel Geister, genug Geister getötet? Oder warum? Naja. Hauptsache, es hat funktioniert. Wie auch immer. Ah. Ha. Das ändert alles. Können wir jetzt einfach wieder zurückgehen? Nein, natürlich nicht. Vielleicht muss ich wieder 100 Millionen Geister töten. Ich versuch's mal. Und selbst wenn es auf Zeit geht, ist das eine ziemlich gemütliche Methode, hier in dem Raum zu überleben. Okidoki. So. Puh, dass der Sprung jetzt... Ah, es ist einfach... Wisst ihr, so, das finde ich echt einfach gemein. Dass man zur Begrüßung immer gleich so eine Warte kriegt. Und dann teleportieren die sich auch noch. Oh yeah, Gemetzel Baby. Oh Mann. Oh Mann. Ich werde wahnsinnig. Okay, Hopfi. Hier ist Hopfi und Malz verloren. Statuen, Steine, eine Plattform in der Mitte. Ich nehme den Stein.
und versuche ihn... Ah, vielleicht, wenn ich von der Mitte aus werfe? Ja, Moment, aber dann, jetzt guckt er wieder in die Richtung. Hm. Der hat sich gar nicht gedreht. Okay, whatever. Lebensenergie. Schlüssel gefunden. Wenn jetzt ich hier rüber könnte tun. Das wäre so angenehm. So, muss ich das jetzt hier nochmal machen? Ne, doof ist ja das. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, wo ich diesen Schlüssel gleich nochmal gebraucht habe. Wartet, ich muss mal ganz kurz, um auf Nummer sicher zu gehen, was versuchen. Ne, hier ist durchgängig Absperrung. Ich kann hier auch nicht runterfallen. Na gut, dann zurückspulen, damit wir das nicht nochmal machen müssen. Ah ja, genau, stimmt. Euch habe ich schon wieder verdrängt. Den nervigen Halunken, ja. Und jetzt? Und nu? Werde ich einfach ein bisschen wahllos durch die Gegend latschen. In der Hoffnung, dass ich irgendwo den Schlüssel brauche. Ich habe keine Ahnung leider, wo ich hin muss jetzt. Ich habe wirklich jeden Überblick, den ich mal hatte, verloren. Ach kommt, Schleimis, lass mich mal kurz durch. Ich will doch gar nicht kämpfen. Ich will nur rausfinden, wo zur Hölle ich gleich nochmal hin muss. Ich stand schon vor der Tür, Mensch. Ich folge einfach nochmal meinem Weg, meinen Spuren. Dann kommen wir da schon wieder hin. Korrekt, hat er gesagt. Also wird schon stimmen. Moment, was irgendwas hier hat, was mit dem hier zu tun? Weil bin ich hier richtig? Ist das... Was ist hier los? Wenn ich oben durchgehe, ist da die Sackgasse, stimmt's? Ja. Das heißt, von hier gibt es nur einen Weg, und zwar nach unten. Und der führt dann eben entweder auf diese Plattform oder eben nicht auf diese Plattform. Ach je, Mine. Aber warte mal, das ist doch... Da bin ich doch gerade eben. Ja, genau. Hm. Aha, das ist der Raum. Das kommt mir jetzt bekannt vor. Was passiert eigentlich, wenn ich alle umbringe? Geht dann wenigstens die hintere Tür auf? Ach, komm schon. Nee, dann geht gar nichts auf. Hier ist noch ein Schatz, den könnte man noch öffnen vielleicht. Irgendwie vielleicht. Aber ich wüsste leider nicht wie. Ach, und jetzt bin ich schon wieder hier. Oh Mann, das ist so ein Labyrinth.
Nein, hau ab. Mach kein Bullshit. Na, meinetwegen. Schauen wir hier mal noch mal rum. Der Pilzraum, der kommt mir auch bekannt vor. Geh mal nach oben. Nein, 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 nein. Ich spule mal kurz zurück. Das können wir vermeiden. Ich habe wahrscheinlich Medizin dagegen. Aber es muss ja nicht sein. Ah, das könnte natürlich wieder sein, dass ich da runter muss. Ich kann mich nicht... Ich weiß es doch auch nicht mehr. Hilfe. So, roter Kerl. Du musst mal herkommen. Ah, Mist. Okay. Ha! Okay, wir haben hier eine blöde Situation hervorgerufen. Moment, warum ist denn der gerade gestorben? Habt ihr das gesehen? Das war echt komisch. Mist. Nee, so nicht. Nein. Na, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Okay, nee. Achso, aber wartet mal. Ich könnte noch mal da nach unten gehen. Aber dann muss ich erst die Minotauren killen wahrscheinlich, ne? Sterb! Danke. Ich habe keine Geduld mehr, ihr merkt schon. Ich will hier raus. Ich will diese Tür wieder finden. Nur weil ich keinen Orientierungssinn habe, werde ich hier so bestraft von diesem Spiel. Von diesem grausamen, grausamen Spiel. Ich versuche mal, ob ich nochmal zurückspulen kann, bevor wir den Raum betreten haben. Das könnte knapp werden, weil die Kämpfe hier haben ganz schön lange gedauert. Ah! Immerhin. Okay, weiter zurück geht's nicht. Aber gut, immerhin. Immerhin. Das heißt, ich kann nämlich nochmal in den Pilzraum und die Pilze bekämpfen. Damit sich die Tür nach unten öffnet. Dann können wir uns die nochmal anschauen. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ach so, das ist der Raum wieder. Oh Mann. Ich latsch hier so im Kreis irgendwie. Ich meine, ist ja auch gut so, weil irgendwo, wo wir schon mal waren, müssen wir hin. Ich weiß nicht mehr wo. Mein Gott, war der gerade ein Pain in the Ass. Hä? Kann es sein, dass der Schalter erst kommt, wenn die tot sind? Springt mir hier einfach aufs Dach. So ein Heini. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, ich fahre einfach nochmal mit denen hier im Kreis und schaue mir hier nochmal alle Räume an. Hier haben wir mit dem Makator-Baron geredet, das ist ja schon ewig her. Und hier sind wir wieder im Echsenraum.
Nein, schieb mich nicht raus. Das ist gemein. Haut doch ab. Ist er hier in der halboffenen Tür vorbei? Vielleicht hier lang? Nein, hier war das Schwert. Ah, ja. Ich habe keine Ahnung. Na gut, Leute. Wir machen jetzt einfach für heute Schluss. Nämlich, so einfach ist das. Und morgen habe ich mir hoffentlich dran gedacht, dass ich mir die letzte Folge nochmal anschaue. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also, danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao.